Ja, und ab zum nächsten Part. Ja. Wollt ihr die komplette Zerstörung und die komplette Eskalation? Na klar, na klar. Ach, zum Sandspeed, ey. Lobotomie vor Dummies. Oder Dummies. Ich find Dummies lustiger. Dummies. Was? D-U-M-M-I-E-S. Lustigerweise, ich glaube, nur wenn man ein Dummy ist, nur dann nimmt man das so. Ja. Oh, verdammt. Ich sollte die Kurve nicht zu eng nehmen. Ach, das sind die Speedways, natürlich, Sand Speedway. Klar, Speedways sind die Rundkurse, sind quasi mehr oder weniger. Aber also ja. Nur an Runden. Wobei das der ätzendste ist, weil Sand ist ätzend, finde ich. Ja, so, so wie halt die 500 Runden von Daytona. Oder, nee, 500 Meilen von Daytona. Genau, die fahren da, oder Indy 500 oder halt Nesca. Also Nesca ist ja die richtige Bezeichnung für die CBS. Also wo die halt wirklich nur, also halt in Ovalen fahren. Nur das Problem ist quasi, dass die Strecke halt ein bisschen schräg halt. Alter, das wird schwer aufzuholen. Angewickelt. Muss ich echt mich ranhalten, ey. EP, was ist das jetzt? War das bei dir? Ach, ja, das war bei mir. War der piept's wohl? Ja. Überrunden wir gleich jemanden? Ja, wir hatten beide jemanden überrundet. Ja. Fast Frank überrundet. Ja, ich glaube, ganz kurz hatten wir ihn sogar überrundet. Ganz kurz. Schade, dass wir das erste Mal schon hatten. Sonst hätte man das jetzt auch noch mal hier nehmen können. Aber Frank ist in den, also in den Crash-Events, also bei den Derbys, unangefochten meistens zweiter Platz. Aber in den anderen Sachen ist er meistens total kacke. Kacke in den Minispielen ist er meistens auch noch relativ weit oben dabei. Bei Kacke. Okay, Rural. Zum nächsten Cup. Rural Racing Cup. So viele Cups sind wir jetzt nicht mehr, ne? Zwei Cups noch, zwei Events. Den haben wir diese Klasse auch durch, tatsächlich. Und dann müssen wir schon von Hemptus verabschieden. Yep. Tja, ja, hier hätte man noch verschiedene Wagen für die Cups. Ich schaue auf dich, Need for Speed Payback. Ich hab's nicht gespielt, aber ich hab schon durch der Figus das immer wieder gesehen, dass du teilweise wirklich, dass wohl die Wagenauswahl für die verschiedenen Klassen sich später nicht nur überschneidet, sondern noch beinahe identisch ist. Oh Gott. Ganz ehrlich, wenn sie fast nur dieselben Wagen haben, hätten sie sich das mir ganz gestern noch sparen können. Ja. Dann musst du musst eine Auswahl machen, das bringt nichts. Dass du die Strecke mit diesem Scheiß, mit der Brücke. Oh, wir dichten darum. Ich helf dir mal. Das war's mir wert. Tony, ich hab das Gefühl. Kann ich mich da jetzt mal resetten, bitte? Ich hab das Gefühl, dass. Mich, danke. Ich hab das Gefühl, dass dir immer wichtig halt. Jack Benton halt. Ja, natürlich. Komplett aus dem Leben zu ficken. Wenn ich ihn irgendwie den Tag ruinieren kann, tue ich das. Auch wenn es nur eine KI ist, muss es in. Ja, schon. Wobei, nee, so kann man es nicht. So kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Das soll ja heißen, dass die Computer ja lernen könnten. Und die fahren quasi einfach nur gleich. Ja. Ja, also das. Also lernen tun die auf jeden Fall nicht, weil. Ja, klar, sie werden besser mit der Zeit. Das liegt aber nicht am Lernen, sondern dass es einfach so einprogrammiert ist. Ja, das liegt halt einfach nur halt an der Stufe. Ja, es ist halt so einprogrammiert, dass sie später stärker sind. Ja, das ist. Das ist. Alter, Jack Benton, willst du mich jetzt wieder vertikal angreifen oder was besteigen? Mach das doch einmal, Jack Benton, und ich nenne den Part Jack Benton besteigt mich. Ah, schön.
Wie gesagt, ich finde Clickbait, die sind vollkommen okay, solange es irgendwie auch darin vorkommt im Part. Richtig, das ist. Ja, das muss auch drin vorkommen, ansonsten. Ja, aber sonst ist kacke, weil das ist lächerlich sonst. Weil wenn Leute das, wenn wir zum Beispiel beim ersten Mal das falsch erwarten, kann ich nichts dafür. Wenn aber, ja. Was, wenn aber nichts vorkommt, wirklich, wo es das erste Mal ist, denn. Und wir haben es ja auch erwähnt, was wir meinten. Ja. Ich wollte schon gerade sagen, du darfst es ja jetzt nicht spoilern, aber das Problem ist, der Part ist ja davor. Ja. Wobei, es gibt ja schon Leute, die gucken Let's Plays rückwärts. Wirklich? Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall schon mal Let's Player gesehen, die haben ihre Playlist so gemacht, dass die mit dem neuen, also mit dem letzten Part anfangen und bis zum ersten Part gehen. Also rückwärts. Hä, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Nee, finde ich auch, aber es machen Leute. Damit da das aktuellste Video ganz oben muss. Ich frage mich, was soll das? Das ist ein Let's Play. Wer guckt das komplett oder gar nicht? Und ich gucke eh nur die Parts, wenn ich sehe, dass die neu rauskommen gerade. Aber ja, ich gucke jetzt mit rückwärts. Wenn ich zur Playlist gehe, würde ich es logischerweise von Anfang an bis zum Ende gucken. Ja. Ja, das ist halt. Es gibt manchmal als jetzt Player quasi, wenn du Playlist machst, zwei Gründe für diese Playlist. Erstens, man hat eine schöne Übersicht, was du für Projekte hast, also welche Let's Plays du hast. Welches Spiel und zweitens, dass man die halt schön angucken kann, um auf dieses Autoplay-Feature gemünzt zu sein, weil das war charakterweise. Ich habe schon gehört, dass ich Let's Play von mir geguckt habe, ein bisschen mal. Aus Langeweile. Und dann auf einmal plötzlich der nächste Part zwar die richtige Nummer hatte, das richtige Spiel, aber das war nicht von mir. Das war für einen anderen Let's Player. Okay. Wo ich mir auch denke, was soll der Scheiß YouTube? Wenn sie jetzt die falsche Nummer hätten, von mir aus, weil das Programm jetzt nicht sehen kann, welcher wirklich der nächste Part ist. Das sieht ja nur, was danach geguckt wird. Aber halt ein komplett anderer Typ, das ist schon fies. Ja. Also ich muss sagen, was ich teilweise auch mal öfter hatte, schon auf YouTube, also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir die, dass ich die quasi, also quasi, irgendwie Part 5 von einem Let's Play, was schon längst abgeschlossen ist, geguckt habe. Ich würde sagen, sehr dominierend, ne? Dominierend. 1500 Credits. Erster Platz, ja. Das würde ich mal sagen, war klassisch. Wobei, nee, klassisch wärst du failen. Nee, klassisch wär Dritter. Stimmt. Der ewige Dritte. Obwohl der schlimmste Platz im. Muss ich sagen, dass das wert war? Nein, musst du nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, so eine ähnliche Szene hatte ich, glaube ich, auch mal auf einer Strecke bei mir. Da hatte ich, glaube ich, auch jemanden mal irgendwie, ich glaube, vor meinem Auto, davor war noch jemanden. Was rede ich immerhin für ein Deutsch? Also davor war halt noch jemand und dann habe ich die beide genommen und bin mit Vollgas irgendwo gegengefahren. Ich bin komplett von Höchstgeschwindigkeit auf Null gebremst worden und die beiden haben, glaube ich, 50% ihrer Leiste verloren und die waren beide full life. Und das war relativ am Anfang des Rennens. Und wie gesagt, mit Jack Benton war ich auch in der zweiten Runde oder so gewesen, ne? 70% des Lebens weg, einfach mit einem Crash. Das war der Hammer. Ich glaube, ich habe ihn kurz danach sogar noch zerstört. Ja, wenn dann schon richtig, ne? Ja, wenn möglich. Oh! Way gibt aber Gas. Huch! Er hat den Herd angelassen. Wer hat denn den Jason in den Weg gestellt? Also ich weiß. Das könnte man auch als Partnernamen nehmen, falls wir nichts Besseres finden. Ja. Das war zu viel Tempo. Da steht ein Jason auf der Strecke. Da steht ein Jason auf dem Flur. Ach nee.
Der Text ist anders. Wie gesagt, also bei mir war es meistens Jason Walker, der mein Erzengel war, sozusagen. Oder hatte ich halt auch schon, wo ich noch alleine gemacht habe, die Party hier. Da hatte ich auch den Jason Walker scheinbar, der mir ganz kurz vor Schluss die Party den Platz geklaut hat. Aber Jack Benton halt auch schon. Fuck it. Aber Jack Benton hast du mir auf den Kicker gefühlt, ne? Wie kommst du drauf, weil ich schon wieder hinterher fahre? Ja. Weil dem Pisser auch schon wieder vor mir ist? Aber man muss sagen, in der Street-Klasse hat er einen der coolsten Wagen. Also vom Aussehen her hat er einen der coolsten Wagen, meiner Meinung nach. Und das nicht nur, weil es schwarz-gelb ist. Gibt es einen blauen weißen Wagen? Ich weiß es nicht. Blau, Ich wüsste gerade keinen. Ja, es gibt, meine ich, einen in der Street-Klasse, glaube ich. Einen der letzten, glaube ich, den man freischaltet, glaube ich. Bin aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, ich muss sagen, dass das Spiel, also dafür, dass es von 2006 ist, richtig gut schon aussieht. Ja. Also. Ich weiß jetzt noch nicht, dass ich patchen habe. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich patchen musste, also von daher. Du müsstest halt jetzt neu installieren ohne Internetverbindung, dann einfach mal probieren, wie es aussieht, weil dann kannst du ja nicht patchen. Dann sieht man wirklich, was man auf der CD drauf hat. Okay. Weil das nicht kann, du hast nur eine CD installiert. Wenn du auf die Patches kommst, musst du das ja extra runterladen. Das ist ja der Grund, warum man quasi heutzutage so manche Triple-A-Spiele tatsächlich patchen muss, bevor du sie schon spielen kannst. Weil ja. Die Version auf der CD einfach grottig ist. Was wird später sehr schlimm, wenn die Server down sind irgendwann mal. Dann hast du zwar das Spiel auf CD, aber die Version, die du hast, ist quasi unspielbar. Ja. Das gab's früher halt nicht so. Dann war das Spiel unspielbar, aber das gab's zum Glück eher seltener. Ja, wobei, es gab früher auch Spiele, die konnte man einfach nicht spielen. Tja, aber da es noch keine Patchen gab, waren das einfach heutzutage schlechte Spiele. Jetzt gibt es Triple-A-Spiele, die sowas dasselbe machen. Nur um die das Glück, dass man die heute patchen kann. Ist das Squid Unity, soweit ich weiß? Das soll am Anfang absolut miserabel gelaufen sein. Das Patch ist jetzt wohl langsam. Nachher kann ich wieder Fußball spielen. Ja! It's coming home. Fuck it. Aber du hast Sophie aufgehalten. So, ja, und nochmal. Ja. Und rate mal, wer wieder vor dir ist. Das gibt Schürfwunden. Das gibt schlimme Schürfwunden. Ich glaube, Jack ist doch drüber gefahren. Ein Arschloch. Schade, du hättest ihn gerade so hart ficken können, hättest ihn richtig gegen die Wand geschleudert. Scheiße, schon, dass ich solche Wörter benutze. Obwohl, Alter, scheiße nochmal, warum schuldest du dich? Man muss auch ein bisschen family-friendly sein. Das steht nicht im Titel und nicht im Skript. Du weißt schon, Skript. Okay. Das ist das Skript, du weißt schon. Das, was ich nicht habe. Ja. Wir haben keins. Ich habe gerade das Drehbuch weggeschmissen, okay? Wir schreiben die Story komplett neu. Also, du rammst gleich Jack so hart, dass er jetzt vor dir ist und dass er dann... Du meinst so? Oh! Ja! Genau so! Das hat jetzt. Das war schön! Oh, das hat jetzt echt zu gut gepasst! Ah, das war schön, das war echt schön!
Aber oh. Das Auto hingelegt. Ich glaube du. Nee, obwohl nein. Und Jason ist vor dir und davor und noch davor Sophia. Also da ist immer das richtig Spaß. Der Wagen ist schon recht schön schnell. Man kann jetzt mal richtig Crashes bauen, das ist geil. Wie gesagt, also ich freue mich am meisten auf die auf die Straßenklasse, weil erstens die ist noch mal schneller. Du meinst die Rennklasse? Und nee, das ist die Rennklasse. Die Streetklasse ist das langsamere? Nee. Die Streetklasse ist der schnellste. Die Straßenklasse ist das dritte. Streetstraße ist dasselbe. Das ist nur Englisch. Die Straßenklasse ist schneller als die Rennklasse, das meine ich. Ja, wer hat dieses Auto hingelegt? Also jetzt war es hier wirklich mal du. Jetzt wird glaube ich der Name des Parts. Er hat dieses Auto hingelegt. Ja, der ist da voll gegen die Wand ging. Ich wollte unbedingt gucken da hinten, das war ein Fehler, aber... Wir sind Erster von der Pastors. Ja. Nein! Du warst es! Du Arschloch! Oh, Sophia! Oh, Sophia! Alter, Chantal! Chantal, voll leise! Fuck it! Aber wir haben noch ein Rennen. Yep, ein Rennen haben wir noch. Sophia Martinez war das gerade, ne? Alter, die ist Zweiter. Ja. Na gut, die muss trotzdem einiges mehr machen. 10 Punkte kriegt man so, das heißt 9 Punkte Unterschied kann sie aus. So könnte mich überholen, aber. Da muss ich auch wirklich verkacken. Das kriege ich hin. Mission completed. Na, Jack, wie geht's? Na, wie geht's, Jack? Wie geht's dir, Jack? Na, wie geht's dir, Jack? Oh. Schön. Und Jack fährt auf die Strecke und ist mit Abstand letzte. Ich würde ja lachen, wenn er dann wird er gleich im Rennen sich so denkt, nein, ich werde Erster. Das ist ein bisschen gut, wenn man defekt was gewährt, das hat sich sogar noch möglich, da es am Anfang des Rennens war. Ja. Obwohl. Wow! Da ist er schon wieder, Jack. War das Ray Carter oder über wen sind da gerade gesprungen? Ich weiß es nicht. Och. Oh! Wieder Jack! Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Warum? Also was ich ja da mit Jack mache, ist wirklich schon Mobbing, oder? Schon Mobbing, das ist Mobbing. Er hat ja das verdient. Na, lass mich doch die Bahn wieder kriegen. Ah, das ist Stein, deswegen. Ja. Alter, das sind 5 Runden, what the fuck? Alter, Jack, hast du noch nicht genug, oder was? Jetzt hat er sich zurückgezogen, wo ich was nicht sagen. Oh, jetzt ja. Am 5. Jack hat umgedreht, genau in dem Moment, wo du es gemacht hast. Oh. Oh, das Witzige ist, ich guck gerade so auf die Minimap. Er dreht um, ich denk mir nur so, hä? Warum drehst du um? Ah, schön. Und wird dann noch von ein bisschen von Katie Jackson gemobbt. Nicht den Ball. Ah, Sophia. Oh, du rauchst schon. Was hätte ich am Ende sagen können? Was muss ich jetzt sagen, wenn Jack mich überholt? Der nächste Baum ist deiner. Oh. Und jetzt Explosion, was unexpected. Ja. Da dachtest du wahrscheinlich auch gerade, dass du das gelesen hast, ne? That was unexpected.
Man, that escalated quickly. Ah, ne, es ist Jason Walker, okay. Natürlich überholt den ersten, aber jetzt noch Jason, bin noch zweiter momentan. Mal sehen, wo Katie ist. Katie! Wie viel weit hinten? Ist Katie nicht der Rote? Ja, Katie ist rot. Der rote Pfeil meine ich? Ja. Weil der rote Pfeil war gerade auch relativ nah hinter uns. Okay. Ich war ein bisschen okay. Verwirrt. Ah, nice, du bist der Erste. Mhm. Oh Gott. Ich hasse diesen Stein so sehr, ne? Nein, Jack, du nicht. Oh. Oh, das war schon wieder so knapp. Weißt du, durch Zielfahrt genau vor Jack und dann den Stinkefinger raushalten. Und dann vorne nach vorne gucken, um wir zu sehen, wo man lang fährt und sehen, dass Jason Walker dasselbe mit mir macht. Ja, Jason. Ach, das war's. Triloop Special. Ah, die habe ich auch relativ schwer in Erinnerung. Was mache ich jetzt noch? Yep, das würde ich sagen, können wir uns den finalen Dings widmen, dieser Klasse. Ja. Yep. Den finalen Cup danach. Im nächsten Part. The Chelsea. Oh, jetzt kann ich schon wieder nicht reden. Nicht Jack Benton, aber ist auch okay. Ja, vorher. Nein! Da war Jason. Jason erkennst du an die. Auch gut an den Flammen oder am schwarzen Pfeil halt. Sophia hat einen grauen. Sally hat den pinken. Katie hat den roten. Way hat den türkisen oder hellblauen. Bentner hat den gelben. Wen habe ich jetzt noch vergessen? Oh, fast, dass ich den erwischt hätte, das ist jetzt so gesessen, ey. Sophia hat den grauen. Und hier Frank hat den lilanen. Also ich war ganz ehrlich, ich habe das Spiel so häufig gespielt, dass ich das mir damals, weil ich halt nicht wusste, wie man die Tabelle hat einbettet, habe ich mir halt sofort die Namen gemerkt und hab halt gewusst, wen muss ich ausschalten, auf wen muss ich halt das am ehesten gehen. Oder halt, kann ich ihn im Moment in Ruhe lassen, weil er halt eh relativ weit hinten ist. Und so, das habe ich halt. Oh, 3 Runden hat das nur. Ja. Ein bisschen langsam. Ich leg die auch gerade nicht los. Oh, scheiße. Oh, das war dreimal so schlecht. Oh, zweiter. Yes! LOL! Wow, der Absch. Boah! Alter, war das knapp! 200. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Das war gerade wirklich. Guck mal auf die Plakate, die du da oben siehst, das mittlere. Flatout 2096. Flatout 5 confirmed. Ja, müssen wir nur noch ein paar Jahre drauf warten. Ja. Yay! Yay! Wir sind 101! Jetzt können wir endlich Flatout 5 spielen! Yay! Ja, wir wären bei 101, hast du recht. Genau. Also, oder sagst du, das wäre wirklich so? Wann es genau rauskommt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ciao für diesen Part. Wir machen wahrscheinlich gleich noch einen. Ich habe gerade richtig Bock dazu. Yep. Dann tschüss, Leute.